Auf geht's. Nächste Rennserie. Wann nehmen wir denn ein Hüllenauto diesmal? Da gab es nur die zwei, okay. Gut, dann nehmen wir den hier. Und los geht's. Wieder vier Rennen. Los geht's. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube, wir werden sehen, wer hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominieren will. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Bleib okay. Zwei jetzt. Tut mir leid, ich glaube, es geht jeden Moment los. Viel Glück. Okay, 14. Ich halte dich auf dem Laufenden. Klar, das sind deine Kürzeres. Halt dich zurück, du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Oh, halt dich nach vorne, ne? Wenn man nicht einfach dazu gewinnt, dann passiert das. Lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Hey, was machst du da? Ich komme nicht da vorbei. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Das ist mir klar, ich muss mich doch abziehen.
zweite Runde. Versuch dir die Pole zu schnappen. Jawohl. Doppelführung. Passt perfekt. So, Rennen Nummer 2. Nachtrennen, okay. Jedenfalls wieder 3 Runden. Am Crescent Valley Raceway bricht die Nacht herein und wir machen uns bereit für Aufwarte. Mir wurde so gerade gesagt, dass das Rennen in wenigen Sekunden beginnt. Viel Glück da draußen. Da kann ich ihn doch nicht hin. Ne? Hey, ja, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Thank you.
jetzt. Zweite Runde. Du hältst gut mit. Kommt nicht vorbei. Da hieß es mal vorne. Ja. Wieder nicht. Ich wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Das ist mir gar nicht wahr. Ich muss das mal das Handy. Das ist ja vorne. Wie soll ich das hier drin? So, jetzt muss ich zwei Hände zu vorne machen, dann machen wir es. Weil sie sich gerade auch ein bisschen am Bekriegen sind. Bleib in Führung. Letzte Runde. So, Rennen Nummer 3. Level 51.
Kristen, verrate doch den Zuschauern, die sich hier im Sydney Motorsport Park einen guten Platz für dieses Grid World Series Event suchen, was sie über die Strecke wissen müssen. Naja, es ist eine rasante Strecke. Es gibt eine lange Gerade mit einer späten Biegung in Kurve 1, aber wenn man das im Kopf behält, kann man sie aggressiv nehmen. Ich bin da auch schon bis ans Limit gegangen. Entschuldige, so, es ist gleich soweit. Nummer 3. Nummer 3 Runden. Ja. Alles klar, war ein gutes Rennen. Jetzt stehen wir weiter vorne. Der 5. Das war natürlich. Hey, pass auf, das ist dein Teamkollege. Ja, schon klar. Das war auch nicht bewusst so. Wieso bin ich da wieder reingekommen? Ich glaube, du hast jemanden wütend gemacht. Das ist nicht so, ne? Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. So viel zum Thema, dann bauen wir vorne. Jetzt mal nach hinten. Jetzt darf ich das ganze Feld nicht mehr vorne. Na gut. Da wird jemand nicht glücklich sein. Das ist mir gerade egal. Oder fliegt ganz schön keine Wahl. Gutes Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Das Auto sollte für uns. Das ist die letzte Runde. Mach Druck. Ich muss schon mal zu Kollegen vorbei.
So. Dann was wir zu reden jetzt. Und wir gehen von 3 ins Rennen. Okay. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich achte vor allem auf einen der Teilnehmer. Ah, tut mir leid. Die Rennleitung ist bereit für den Start. Mal sehen, ob du deine gute Form beibehalten kannst. Schön, du bist in Führung. Ich hab's immer gerne gefahren. Genau, das ist meine viel zu spät gekommen, das ist viel zu weit verbremst. Thank you.
letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Alle Größe wahrscheinlich wird mal gezählt werden. Ja. Und das passt dann. Rennen ist durch. Serie ist durch. Die Rundzeit war richtig, sonst hätte ich es nicht geschafft, die schnellste Runde zu fahren. Dritter haben wir ihn. Naja, bin ich zufrieden. So, dann haben wir das auch heute durch. Wir sehen uns dann morgen wieder. Montag wieder schon. Zum letzten Teil hier.